Hallo und damit ein ganz herzliches Willkommen zu den Bundesliga-Tipps. Ich tippe den 11. Spieltag und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Schreibt gern auch eure Bundesliga-Tipps in die Kommentare. Ja, und wir starten direkt mal mit der ersten Freitagpartie der zweiten Liga. Der SSV Ulm trifft auf den FC Schalke 04. Ja, der SSV Ulm hat letzte Woche gegen die Darmstädter 98 1:1 gespielt. Ja, sie kommt da unten auch nicht so richtig raus, muss man wirklich sagen. Der SSV Ulm hat auch im DFB-Pokal nicht mitgespielt. Also sie waren sozusagen, hatten jetzt keine englische Woche. Der FC Schalke 04, da läuft es einfach nicht gut. Letzte Woche auch verloren gegen Kleeblatt Fürth. Relativ deutlich hieß es da erst am Ende. Ne, 3:1 hat sozusagen erst in der Pause gestanden, dann kam noch Schalke ran mit einem 4:3, aber im Großen und Ganzen verlieren sie dieses Spiel. Und dann war das DFB-Pokalspiel gegen den FC Augsburg und auch da waren sie nicht erfolgreich. Auch da haben sie deutlich verloren, 3:0 heißt es da am Ende. Und ja, bei Schalke liegen die Nerven mal wieder blank und man weiß auch so langsam nicht mehr, was soll man noch machen. Den Trainer hat man schon geschmissen, ein neuer kam, der hat aber überhaupt gar keinen Trainereffekt irgendwie irgendwas verändern können. Also von daher ist man da ziemlich ratlos und es geht immer mehr nach unten. Jetzt geht es gegen den SSV Ulm, die auch unten mitspielen und eigentlich muss Schalke hier punkten. Aber auch da sehe ich, ja, Probleme. Und wie gesagt, ich glaube tatsächlich, dass es ein sehr enges Spiel werden wird, ein ausgeglichenes Spiel werden wird. Und so wird auch am Ende das Ergebnis sein und zwar ein 1:1. Dann Münster gegen Düsseldorf. Ja, Preußen Münster hat letzte Woche in der Liga 1:1 gespielt gegen Eintracht Braunschweig. Die Fortuna aus Düsseldorf hat in der Liga 4:3 verloren gegen den 1. FC Kaiserslautern. Also in dem Fall seit längerer Zeit mal wieder eine Niederlage einstecken müssen. Die Fortuna war im DFB-Pokal nicht vertreten. Nee, wahnsinnig. Und Preußen Münster war auch nicht im DFB-Pokal vertreten, so wie ich das sehen kann. Nee, waren sie auch nicht. Und somit hatten beide keine englische Woche, somit konnten beide, ja, sozusagen auf dieses Spiel sich fokussieren. Und ich glaube tatsächlich auch, dass Münster das natürlich helfen wird, dass sie keine englische Woche hatten. Aber die Fortuna ist sehr, sehr stark unterwegs, Münster auch noch nicht so gut in der Liga drin. Also von daher, Münster bis jetzt auch auf dem Abstiegsplatz der zweiten Liga. Und ich glaube, dass man das auch spielerisch sehen wird. Deswegen wird Düsseldorf gewinnen. Mein Tipp ist hier ein 3:1 Erfolg für die Fortuna. Hannover gegen Karlsruhe heißt das nächste Duell und das ist schon ein Top-Duell, muss man wirklich sagen, denn Hannover ist zurzeit auf Platz 2 und Karlsruhe dicht dahinter auf Platz 4, also von daher ein Duell der Aufsteiger, könnte man fast schon sagen. Auch letzte Woche hat Hannover gewonnen gegen Magdeburg. 3:0 hieß es da am Ende. War auch schon ein Top-Duell, muss man sagen. Denn auch Magdeburg spielt ja eigentlich relativ weit oben. Aber wir sehen es auch in der Tabelle. Sie gehen immer weiter runter. Also jetzt schon auf Platz 9. Und aber wie gesagt, sie waren halt auch lange Zeit da oben mit dabei. Jetzt geht es so langsam dann doch eher wieder Richtung Mittelfeld. Karlsruhe auf Platz 4. Auch sie waren allerdings nicht erfolgreich. Das muss man ganz klar sagen. Sie waren nicht erfolgreich gegen die Hertha. 3:1 hieß es am Ende. Es war noch knapp zur Pause. Da stand es noch 1:1. Aber danach ist es dann passiert. Aber der Karlsruher SC konnte im DFB-Pokal gewinnen. Mit 2:0 gegen Kickers Offenbach. Das war auf jeden Fall sehr erfreulich, muss man sagen. Hannover war, so wie ich das sehe, nicht mehr im DFB-Pokal vertreten. Somit hatten sie keine englische Woche. Und konnten sich ebenfalls sehr gut auf dieses Spiel einstellen und in dem Fall auch konzentrieren. Also von daher, für Hannover definitiv vielleicht auch ein Pluspunkt, weil Karlsruhe nochmal ran musste. Aber Karlsruhe hat auch im DFB-Pokal dieses Erfolgserlebnis nochmal mitnehmen können. Ich glaube, es wird ein sehr enges Spiel. Ich glaube, es wird ein sehr torreiches Spiel. Mein Tipp ist hier ein 2:2 am Ende. Und somit trennen sich die beiden nur mit einem Punkt. Fürth gegen Darmstadt. Die Darmstädter, fangen wir mit denen zuerst an, haben 1:1 gegen Ulm gespielt. Im DFB-Pokal waren sie auch nicht mehr dabei. Somit hatten sie auch keine englische Woche. Und die Darmstädter allgemein, sind immer noch jetzt mittlerweile im Mittelfeld auf Platz 13 angelangt.
sind ein bisschen weiter höher geklettert, aber immer noch nicht da, wo sie sich sehen. Das muss man ganz klar sagen. Die Vierter haben gewonnen auf Schalke mit 4:3, sind auf Platz 11. Und wie gesagt, sie waren allerdings im DFB-Pokal noch vertreten. Ich sag's schon, noch vertreten, jetzt nicht mehr, denn sie haben gegen den Zweitligisten Jan Regensburg verloren mit 1:0. Und das wollen die natürlich wieder gut machen gegen den SV Darmstadt 98. Und deswegen glaube ich schon, dass sie den Schwung aus der Liga mitnehmen, aus dem Sieg von Schalke oder gegen Schalke vielmehr. Und ich glaube, das wird ein enges Spiel. Es wird am Ende ein 1:0 für Kleeblatt Fürth. Jan Regensburg gegen Elversberg, ich habe es schon erwähnt, Regensburg gewonnen im DFB-Pokal gegen Fürth mit 1:0. Das war ein Erfolgserlebnis und darauf lässt sich doch aufbauen, denn davor die Woche gegen Nürnberg war es nicht so erfreulich. Da hat man ein Torfestival gehabt, man hat 3 Tore erzielt und trotzdem nicht gewonnen, weil man hat 8 Gegentore gefangen. Das war schon Wahnsinn. Auch zur Pause stand schon 3:2 für Nürnberg. Also es war wirklich ein absolut verrücktes Spiel. Das kann man, glaube ich, ganz klar sagen. Ich glaube tatsächlich, dass Regensburg hier gegen Elversberg es sich schwer tun wird, weil Elversberg wirklich sehr stark in der Liga ist. 7. Tabellenplatz ist für Elversberg sehr, sehr gut. Im DFB-Pokal waren sie zwar auch drin, es ging aber gegen Bayer 0 für Leverkusen und da hatten sie natürlich keine Schnitte gesehen. Das ist ganz klar. 3:0 hieß es da schon zur Pause. Das war dann am Ende auch das Endresultat. Also das war natürlich nicht machbar, das muss man ganz klar sagen. Aber ich glaube hier tatsächlich, dass Regensburg leider nicht, oder was heißt leider, aber sie werden nicht gewinnen. Ich glaube hier an ein 2:1 Erfolg für SV Elversberg. Hertha gegen den 1. FC Köln. 15.000 FC-Fans fahren mit ins Olympiastadion, zum Olympiastadion und hoffen, dass sie da eine Reaktion sehen auf die Liga. Denn in der Liga läuft es nicht in Köln. In der Liga läuft es überhaupt nicht. 2:1 auch gegen Paderborn verloren in Köln. Jetzt im DFB-Pokal kam so ein kleines Erfolgserlebnis gegen Holstein Kiel. Man ist eine Runde weiter, das ist das, was zählt. 3:0 hieß es da am Ende, aber es ist bei weitem noch nicht alles gut. Das kam auch im Stadionblog ein bisschen anders rüber, haben viele geschrieben, ja, jetzt ist wieder alles gut in Köln. Nein, definitiv nicht. Man muss gegen Hertha gewinnen. Man ist zurzeit auf Tabellenplatz 12. Das ist nicht akzeptabel und deswegen muss man gegen Hertha gewinnen. Es wird ein ganz, ganz schweres Spiel und jetzt tippe ich mal nicht auf mein Herz sagt, weil mein Herz sagt ganz klar, wir gewinnen das 2:1. Ich glaube tatsächlich, wir werden am Ende unentschieden spielen. Hertha ist auch ganz gut gestartet, muss man sagen, jetzt mittlerweile. Haben so einen kleinen Lauf, haben auch gegen Karlsruhe 3:1 gewonnen, haben im DFB-Pokal auch 2:1 gewonnen gegen Heidenheim. Also von daher, da läuft es zurzeit sehr, sehr gut. Deswegen mein Tipp ist hier tatsächlich ein 1:1. HSV gegen Nürnberg. Ja, die Nürnberger 8:3, Wahnsinn. Also wirklich gegen Jan Regensburg. Absolut verrückt. Die Klubberer klettern auch immer weiter in die auf die Tabelle. 8. Tabellenplatz mittlerweile. Die Nürnberger waren nicht im DFB-Pokal dabei, so wie ich das hier sehen kann. Doch, sie waren im DFB-Pokal, aber sie waren, denn es ging gegen die TSG Hoffenheim und das haben sie 2:1 verloren. Also sind sie da ausgeschieden. Der HSV, die waren auch im DFB-Pokal vertreten, waren, denn auch da sind sie ausgeschieden gegen den SC Freiburg. 2:0 schon zur Pause hinten gelegen. Dann hat HSV zwar noch ein Tor gemacht, aber es hat nichts genützt. Der SC Freiburg ist am Ende ins Achtelfinale eingezogen mit 2:1. Und die Klubberer, wie gesagt, sind auch ausgeschieden aus dem DFB-Pokal. Und auch beide haben auch in der Liga nicht überzeugen können. Letzte Woche Nürnberg 8:3 gewonnen. Doch, 8:3 gewonnen, Entschuldigung. Und aber der HSV, der konnte nicht überzeugen. Gegen Elversberg mit 4:2. Das war schon bitter für den HSV. Denn so haben sie wieder so ein bisschen Punkte liegen lassen. Gerade was nach oben angeht. Wir sehen es ja, der HSV ist auf Platz 5 mit 11 Punkten. Nicht mit 11 Punkten, sondern mit insgesamt 18 Punkten. Aber wie gesagt, eine Tordifferenz von 11 haben sie. Also wie gesagt, da wäre es jetzt schon Zeit, dass sie auch gegen Nürnberg gewinnen. Sie spielen zu Hause, das ist definitiv ein Vorteil. Ich glaube auch, dass sie ja die Niederlage im DFB-Pokal gegen Freiburg wegmachen wollen. Zu Hause gerade, mein Tipp ist ein 2:0 für den Hamburg. Mann, nicht 4:0, 2:0 für den HSV. So, jetzt haben wir es. Paderborn gegen Braunschweig ist die nächste Partie. Braunschweig, fangen wir mit denen zuerst an. 1:1 gegen Preuß Münster
und im DFB-Pokal, da waren sie nicht mehr vertreten, so wie ich das sehen kann. Ja, waren sie nicht mehr dabei. Somit hatten sie auch eine Woche Pause. Der SC Paderborn war in der Liga auch vertreten natürlich gegen den 1. FC Köln. 2:1 gewonnen, das war ganz, ganz wichtig für den SCP. Und im DFB-Pokal, auch da wollen wir gerade mal schauen. Aber auch da sehe ich jetzt nicht den SCP. Doch, da ist er. Der SC Paderborn hat gegen den SV Werder Bremen gespielt. Mit 1:0 haben sie allerdings verloren und somit sind sie auch da ausgeschieden. Aber in der Liga läuft es, wie schon gesagt, sehr, sehr gut. Zurzeit auf Tabellenplatz 3. Also, ja, wie gesagt, das wird auch nicht einfach für Eintracht Braunschweig, die zurzeit auf Tabellenplatz 16 sind. Und wie gesagt, für die läuft es auch nicht so gut. Und deswegen wird auch hier der SC Paderborn gerade zu Hause, werden sie gewinnen. Mein Tipp ist hier ein 3, nee, kein 4, sondern 3:1 für den SC Paderborn. So, dann haben wir den 1. FC Kaiserslautern gegen den 1. FC Magdeburg. Die Lauterer waren erfolgreich in der Liga gegen Fortuna Düsseldorf mit 4:3. Im DFB-Pokal haben sie knapp verloren gegen den VfB Stuttgart. Man muss auch dazu sagen, es war ein Champions-Leaguist, also ne, das muss man einfach sagen. Und deswegen 2:1 ist eigentlich noch dann dafür ganz okay, muss man sagen. Man hat keine Klatsche im DFB-Pokal bekommen. Der 1. FC Magdeburg war nicht erfolgreich in der Liga. 3:0, wie gesagt, gegen Hannover verloren. Und im DFB-Pokal, auch da wollen wir gerade mal rüberschauen, ob sie dabei waren. Und ich sage ganz klar, nein, sie waren nicht dabei. Somit konnten sie, statt Kaiserslautern, die gegen Stuttgart ran mussten, sich komplett auf dieses Spiel fokussieren in der zweiten Bundesliga. Ich glaube tatsächlich, dass Magdeburg schon nochmal versucht, auch oben mitzuspielen, auch wenn die Lauterer mit auf dem 10. Tabellenplatz und Magdeburg auf dem 9. Tabellenplatz ein sehr enges Spiel ist, gar keine Frage, glaube ich tatsächlich, dass Magdeburg auf dem Betzenberg erfolgreich ist. Mein Tipp ist hier ein 2:1 Erfolg für den 1. FCM. Ja, das sind meine Zweitliga-Tipps für den 11. Spieltag. Jetzt bin ich sehr auf eure Tipps gespannt. Schreibt sie gerne mal in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr freuen über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr kein weiteres Video oder den Livestream, den es natürlich am Samstag geben wird, also schaltet gerne ein, würde mich sehr, sehr freuen. Wie gesagt, wenn ihr das nicht verpassen möchtet, dann abonniert gerne diesen Kanal, denn ich kommentiere das Spiel Hertha gegen den 1. FC Köln live, wenn 15.000 FC-Fans im Olympiastadion sind. Einfach Wahnsinn. Und ich freue mich sehr drauf. Wenn ihr das nicht verpassen möchtet, wie gesagt, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Ich verabschiede mich. Bis dahin. Mach's gut. Euer Niklas. Und ciao.